Ach, herrlich. Der Übergang zum letzten Text könnte nicht schöner sein. Gott weiß, wer Hazel gefragt hat, einen Text zum Weltfrauentag zu schreiben. Ich wurde es ebenfalls. Allerdings zum Glück zum Thema Gender. Da habe ich mir gedacht, mit dem Frausein kennst du dich nicht ganz so gut aus. Schreibst du einen Text übers Mannsein und die Probleme manchmal in dessen Muster zu passen. Er steht unter dem Motto, kein Grund, meine sexuelle Orientierung anzuzweifeln, und trägt den etwas kryptischen Titel Irgendwo dazwischen oder Ausufern in einen Fluss. Ein Mann muss man ja sein, so ein richtiger Mann. Mit Bart und Taschenmesser und großen Händen, noch größerem Ego und vor allem mit Ahnung von Technik und Handwerk und so. Mit einem Plan, einem Handfesten, so ein richtiger Mann. Keine Memme. Bei Film, Wein, ha! Ist nicht Lache. Ein Mann muss man sein, so ein richtiger Mann. Am liebsten Actionfilme schauen, bei denen sich der Lamborghini dann 82 Mal dreht, während er von einem Hochhaus auf einen Militärtanker fliegt, nach der Landung dort natürlich weiterfährt und Jason Statham hat nur eine winzige Wunde über dem Auge. Nein, übertrieben gut im PlayStation zocken muss man sein, den eigenen Computer in- und auswendig kennen, wissen, was CPU, RAM und VGA D-Sub HD15 sind. Ahnung von Autos muss man haben und die tollsten fahren. Ja, große, teure, schnelle, leistungsstarke, mit mehr Zylinder, als es überhaupt gibt. Ja, Vollkaracho, ja, 0 auf 100, ja, möglichst rasant fahren und später den nächsten Gang schalten, driften können und so eine Scheiße. Du hast mal einen Mann geküsst? Alter, bist du schwul! Nein, ein Mann muss man sein, so ein richtiger Mann mit Orientierung, Sinn und Ahnung von Stadtplänen, mit riesigen Lederstiefeln, Karohemden und Armbanduhren so groß wie Dartscheiben. Vor allem mit nur einer Jeans im Kleiderschrank, ja. Pumpen gehen sollte man stark sein, große Oberarme haben, im Armdrücken gewinnen, Frauen beschützen, sich schlagen und so ein Dreck. Du schreibst nachdenkliche Gedichte? So ein Scheiß. Oder lieber lustiges Storytelling. Denn ein Mann muss man ja sein, so ein richtiger Mann mit dieser blöden, rauchigen Stimme reden, Krimis lesen oder Kehlmann oder Schätzing oder so ein Kram. Aber Rilkitz, über Gefühle redet man nicht als richtiger Mann, wenn man überhaupt welche hat. Man mag keine Spaziergänge, man hasst stundenlange Telefonate, vor allem verabscheut man Smileys oder Emoticons. Pfui. Man ist direkt dein Plan, denn man muss ja ein Mann sein, so ein richtiger Mann mit Bart und Taschenmesser und großen Händen und bla. Aber muss man all das sein? Muss man all diese Stereotypen und Vorurteile vereinen? Muss man das dann auch noch alles nach außen tragen? Ein Haufen Fragen, die ich mir stelle und manchmal insgeheim hoffe, die Antwort darauf ist nein. Weil ich vielleicht einfach irgendwo dazwischen bin. Zwischen diesen unendlich fachgedruckten Bildern von Mann und Frau. Denn das Verschwommene dazwischen ist viel schöner anzuschauen. Es liegt nicht fest, gibt Freiraum, lässt mich nicht immer als Mann sehen. Und oft wie ein Chamäleon auch mal die anderen Farben annehmen. Denn manchmal, ja, da mag ich die Frau in mir. Das körperbetonte Tanzen, selbst morgens blau um 4, das stundenlange Duschen und zwar schön warm. Die Klamotten, das Styling im Haar, der Charme, die 17 Paar Schuhe überall in meinem Zimmer verteilt. Kurznachrichten, über die man mich immer erreicht, die Vorliebe fürs Singen auch gerne auf dem Fahrrad oder für alte kleine schöne Dinge auf einem Flohmarkt. Und ganz abgesehen davon, ob ich nicht will oder kann, passe ich vielleicht einfach nicht so recht in dieses Bild von einem Mann. Denn schaue ich auf manch derer Maschen, wird mir schlecht. Mögt ihr da draußen nur drüber lachen, ist mir recht. Zeigt das dann doch lediglich, wie gefangen ihr seid. In staubigen Schablonen und Spangen der Zeit. Und ja, vielleicht fällt sich Identitätfischen ja anderen leicht. Mir nicht, weil bis zum Grund aller Dinge selbst die längste Angel nicht reicht. Und ich glaube ganz gleich, auf welchem Ufer du sitzt. Steig ins Wasser, doch mach sicher, dass du das Ruder vergisst. Fang an, dich im Fluss der Selbstfindung treiben zu lassen, um die eigene Identität darin gleiten zu fassen. Denn zwischen den Ufern, auf denen alles gefestigt, ist der eigene Fluss, der eben alles berechtigt und sämtliche Strömungen dieser Welt vergisst, um herauszufinden, wer man selber ist. Vielen Dank fürs Zuhören.